Chinas Premierminister Wen Jiabao kann wohl das Wort Reform nicht oft genug nennen. Die Zeitung The Australian meldete, dass Wen bei seiner Eröffnungsrede zum jährlichen Volkskongress dieses Jahr den Begriff Reform bis zu 70 Mal erwähnt hatte. The Epoch Times schreibt, dass die Absetzung des Parteichefs von Chongqing, Bo Xilai, die Machtkämpfe zwischen den zwei Hauptfraktionen der KP erst richtig angeheizt hat. Im Ring stehen sich Hu Jintao und Wen Jiabao dem ehemaligen Parteiführer Jiang Zemin und Sicherheitschef Zhou Yongkang gegenüber. Ihr Machtkampf zieht die Blicke der Welt auf Chinas Politik. Jetzt taucht sogar in einem Bericht aus Frankreich auf, dass Wens Reformpaket bereits verabschiedet wurde. Reformen, die China endlich das gelobte Land versprechen? China-Experte Zhang Qianliang von der George Mason Universität hofft auf eine Veränderung in Chinas Politik durch Wen. Da wir Wen Jiabaos Reformmaßnahmen noch nicht kennen, ist es schwierig, darüber genauere Aussagen zu machen. Natürlich setzen wir sehr auf Wen Jiabao. Wir hoffen, dass durch seine Bemühungen in seiner besonderen Umgebung Ideen der Freiheit, Gerechtigkeit, Gesetz, Menschenrechte und eine gesunde politische Umgebung nach China gebracht werden. Doch mit einer politischen Reform sei längst nicht alles getan. Ich denke nicht, dass das Gerangel innerhalb der KPC geendet hat. Die Spannungen im Umgang mit Bo Xilai, Zhou Yongkang und den Leuten hinter ihnen wie Luo Gan und Jiang Zemin gleichen einem Krieg. Zumindest muss diesen Übeltätern Einhalt geboten werden. Auch China-Kommentator Shi Da sagt, wahre politische Reformen gebe es nur ohne Jiangs Fraktion. Natürlich freue ich mich sehr über diese Nachrichten, aber ich finde, mehrere Bedingungen müssen erfüllt sein, um eine politische Reform erfolgreich durchzusetzen. Das erste ist die völlige Abschaffung der echten Opposition, was die Gruppe von Jiang einschließt, die eine Blutschuld bei vielen Gruppen hinterlassen hat. Dann, was sollte die Reform bewirken? Die Partei korrigieren oder sich völlig von der KPC befreien?